Montagabend, wir starten in eine neue Woche und zwar mit diesen Themen. Zehntausende Demonstranten gehen gerade in Rumänien auf die Straße. Hunderttausende Menschen in Kalifornien müssen in Sicherheit gebracht werden, denn ein Stausee könnte überlaufen. Und 80 Millionen, damit ist Max Giesinger bekannt geworden. Kinderreporter Timo hat den Sänger getroffen. Hallo bei Logo. Wir starten heute in der Stadt Dresden. Für die Stadt ist heute ein besonderer, ein besonders trauriger Tag. Vor genau 72 Jahren, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, gab es einen Bombenangriff auf die Stadt. Große Teile wurden damals komplett zerstört und viele Menschen starben. Heute erinnern die Menschen daran und wollen klarmachen, dass so etwas nie wieder passieren darf. Darum legten im Laufe des Tages viele Dresdner in ihrer Altstadt Blumen nieder. Die meisten der prächtigen alten Bauwerke drumherum, wie die berühmte Frauenkirche, wurden damals in nur 3 Tagen zerstört und mussten später wieder aufgebaut werden. Aber was genau war damals passiert? Im Jahr 1939 begann Deutschland den Zweiten Weltkrieg. Die deutsche Armee überfiel ein Land nach dem anderen, auch Großbritannien. Von deutschen Flugzeugen abgeworfene Bomben zerstörten große Teile Londons und andere britische Städte. Die Briten schlossen sich mit den USA zusammen, um zurückzuschlagen. Fast jede Nacht gab es nun in deutschen Großstädten Bombenalarm. Im Februar 1945, kurz vor Kriegsende, waren britische und amerikanische Bomber im Anflug auf Dresden. Kurz danach lag Dresdens Altstadt in Schutt und Asche. Etwa 25.000 Menschen wurden dabei getötet. Mit einer Menschenkette quer durch die Stadt wollen heute tausende Dresdner an alle Kriegsopfer, nicht nur in Dresden, sondern überall auf der Welt erinnern und gleichzeitig zu weltweitem Frieden aufrufen. In Rumänien gehen viele Menschen seit Wochen auf die Straße, um zu protestieren. Und zwar gegen die Politiker der Regierung. Die Demonstranten sind sauer. Sie finden, dass in Rumänien eine Menge schief läuft und viele Politiker sich falsch verhalten. Und damit meinen die Demonstranten die Korruption. Von Korruption spricht man, wenn einer einem anderen zum Beispiel heimlich Geld gibt, damit der ihm dann einen Vorteil verschafft. So etwas zu machen ist nicht in Ordnung. In Rumänien passiert das allerdings ziemlich oft. Wir erklären euch, was damit genau gemeint ist. Korruption gibt es in Rumänien fast überall. Zum Beispiel im Krankenhaus. Wenn man da zum Arzt geht, wird man zwar untersucht, aber viele Ärzte verlangen für eine besonders gründliche Untersuchung extra Geld. Das geben sie aber nicht dem Krankenhaus, in dem sie arbeiten, sondern stecken es heimlich in die eigene Tasche. Solches Geld nennt man Schmiergeld. Tatsächlich kommt man in Rumänien in vielen Fällen nur mit Schmiergeld weiter. Menschen, die für die Stadtverwaltung arbeiten, Polizisten und sogar Richter fordern für bestimmte Leistungen extra Geld, das sie heimlich einstecken. Und es kommt noch schlimmer. Auch viele Politiker, die ja eigentlich für die Menschen im Land etwas erreichen sollen, nutzen ihre Position aus, um Schmiergelder zu verlangen oder andere Vorteile für sich herauszuholen. Dabei ist Korruption in Rumänien verboten. Denn Korruption ist nicht fair, finden auch die Menschen in Rumänien und gehen deshalb auf die Straße. Sie verlangen, dass mehr gegen Korruption getan werden muss, gerade von den Politikern. Und jetzt schauen wir in die USA, in den Bundesstaat Kalifornien. Da hat es sehr viel auf einmal geregnet. Für die Region eigentlich erstmal gut, denn dort ist es oft extrem trocken. Doch der Regen sorgt jetzt für ein Riesenproblem. Noch ist nichts passiert am Oroville-Staudamm in Kalifornien. Aber wenn der Stausee dort überläuft, könnte es eine große, unkontrollierbare Flutwelle geben. Wochenlang hat es im Norden Kaliforniens so heftig geregnet, dass der Stausee randvoll ist. Der Abfluss, über den das Wasser normalerweise ins Tal abgeleitet wird, ist aber beschädigt. Deshalb wird das Wasser seit vergangener Woche über einen kleineren Nebenabfluss geleitet. Er wird nur im Notfall genutzt und kann weniger Wasser ableiten. Dieser Abfluss ist nun auch kaputt. Die Situation ist sehr gefährlich. Es ist extrem gefährlich und es könnte definitiv eine Flutwelle geben. Das ist unsere große Sorge.
Schon mehr als 160.000 Menschen, die in der Gegend leben, haben sich in Sicherheit gebracht. Das Wasser soll jetzt nach und nach auch wieder über den Hauptabfluss abgeleitet werden. So könnte der Wasserstand im Stausee sinken und eine Überflutung verhindert werden. Bei der 59. Grammy-Verleihung gestern Abend in Los Angeles ging es vor allem um zwei Frauen. Die eine, Adele, die räumte ordentlich ab. 5 Nominierungen, 5 Preise. Da nahm ihr das Publikum auch den kleinen Aussetzer nicht übel. Ich weiß, es ist live. Tut mir leid, dass ich fluche. Sorry, aber ich muss noch mal neu anfangen. Im Gegenteil. Und die Riesenüberraschung, ihre Dankesrede richtete sie an Beyoncé. Wir Künstler verehren dich alle. Du bist unser Licht. Ganz groß von Adele. Und Beyoncé total gerührt. Adeles Konkurrentin war für 9 Grammys nominiert, bekam aber gestern nur 2. Doch dafür legte sie eine Wahnsinnsshow hin. Und noch eine kleine Überraschung. Die Jungs von 21 Pilot hielten sich an eine Wette von früher. Wenn sie mal einen Grammy gewinnen sollten, dann nur so. Okay. Der Sänger, um den es jetzt geht, hat noch keinen Grammy, ist hier in Deutschland aber trotzdem mega erfolgreich. Ihr kennt ihn bestimmt. Ich weiß es nicht, doch ich frage es mich schon, wie hast du mich gefunden? Einer von 80 Millionen, das war sein Hit. Und da ist der Sänger dazu, Max Giesinger. Und einer von 80 Millionen hatte jetzt die Chance, ihn in Köln während seiner aktuellen Tour zu treffen. Dieser eine war Kinderreporter Timo. Hier drin spielt heute Abend Max Giesinger. Ich bin gleich mit ihm verabredet und mache mich mal auf die Suche nach ihm. Allerdings ist Max Giesinger noch beim Proben. Timo trifft den Sänger anschließend backstage, also hinter der Bühne. Bist du eigentlich noch aufgeregt vor deinem Konzert? Tatsächlich bin ich immer noch aufgeregt, ja, und ich frage mich auch, ob das irgendwann mal aufhört. Aber ich glaube auch, dass es immer wichtig ist, so eine gewisse Grundanspannung zu haben, weil ich glaube, dann kriegst du auch nur so diese 100% hin, ne, dass du Leuten wirklich alles an Energie gibst. Das ist ein bisschen gefährlich, wenn man zu entspannt ist. Deswegen ist es wahrscheinlich auch ganz gut, aufgeregt zu sein. Denke ich auch. War Sänger denn schon immer dein Traumberuf? Als ich so 6, 7 war und gerade so Jurassic Park aufkam, da wollte ich unbedingt Wissenschaftler werden. Als ich dann aber in der Schule immer älter wurde, habe ich gemerkt, okay, Mathe und so liegt ja alles nicht, das wird wahrscheinlich nichts mit irgendwas studieren und so. Deswegen habe ich mich aufs Gitarrenspielen konzentriert, dann kam das immer mit dem Gesang mehr dazu. Und dann war das irgendwie so mein Traum, seit ich 13 war. Ne? Nach der Schule bist du ja ein Jahr nach Australien gereist und hast da ja Straßenmusik gemacht. Wie war das so? Also wie hat sich das so angefühlt? Ja, das war eine super gute Schule. Ne? Also dieser erste Moment, wo man wirklich da hinsteht und die Gitarre auspackt und du stehst da ganz allein da und es ist niemand da, das fühlt sich schon ein bisschen komisch an. Ne? Man denkt immer so ein bisschen, mache ich mich jetzt gerade zum Affen von Leuten oder nicht? Und wenn dann so die Ersten stehen bleiben, das hat manchmal auch echt mal so 20 Minuten gedauert, dann ist das natürlich mega. Was war denn der ungewöhnlichste Ort, wo du generell mit deiner Gitarre jemals warst? Also ich habe meine Gitarre ja immer überall dabei. Ne? Also ich spiele zum Beispiel auch mal auf einer Toilette, wenn es dumm läuft, weil ich finde, das hat immer so einen schönen Hall. Ne? Also wahrscheinlich wird das der ungewöhnlichste Ort gewesen sein. Ja. Nach dem Interview gibt's noch eine Überraschung. Max nimmt Timo mit in den Tourbus, in dem die Band während der Tour wohnt. Geht man sich dabei denn auch manchmal so auf die Nerven? Es gibt schon Momente, wo man dann mal gerne mal allein wäre. Ne? Das ist natürlich dann sehr schwierig, wenn man einfach in diesem Bus abhängt. Aber meistens haben wir echt immer eine gute Zeit miteinander. Und dann beginnt das Konzert. Ich fand Max Giesinger echt cool. Und ich fand es noch cool, dass er mir seinen Tourbus gezeigt hat. Und damit zurück ins Studio. Oh nein, das ist passiert. Danke, Timo. Und Max Giesinger hat nicht nur Timos Fragen, sondern auch eure beantwortet. Das Video dazu könnt ihr euch auf logo.de anschauen. Und wenn ihr schon mal da seid, dann macht doch gleich noch bei unserer Abstimmung mit. Morgen ist ja Valentinstag. Schenkt ihr da eurem Freund oder eurer Freundin irgendwas oder findet ihr das blöd? Stimmt mal ab, ich bin gespannt. So oder so, habt morgen alle einen schönen Valentinstag und seid abends einfach wieder hier. Bis dann, ihr Lieben. Morgen wird's wieder richtig schön. Im Laufe des Tages kommt fast überall die Sonne raus. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 3 und 11 Grad.
Mal gucken, wie der Hall hier drin so ist. 85 Millionen. Was machen die denn hier? Oh Mann, ist das ein Katzenjammer.